machen heute die Sally für die Kita fertig und hier hat sie schon ihren Kita-Rucksack. Und ja, hier ist Lias Strampler drinnen, habe ich mal reingetan, weil ich muss das erst ins Wohnzimmer tragen. Und ja, hier sitzt sie hier. Und ihr geht zum Geburtstag und sie wird heute, ich glaube, über das hier so einen Strampler kriegen. Es ist heute ziemlich frisch und Sally geht heute ja wieder in die Kita. Das wollte ich euch zeigen. Habe ich euch auf Instagram auch gefragt. Ja, sie sitzt hier gerade. Sie wird heute einen Pulli ankriegen, weil es heute ziemlich frisch ist. Wird sie noch diese Jacke auskriegen und, glaube ich, so eine Hose ankriegen, weil es heute ziemlich frisch ist. Und Lia wird ihr Pferd mitnehmen, weil heute darf man ein Geschwisterchen mitkommen. Und ja, hier sind Sallys Schuhe, die wird sie ankriegen. Heute auch so eine Hose. Wir gehen dann auch rüber in die Kita. Ja, hier hat sie noch ihre Wuschelsocken und so eine Hose, falls sie vielleicht Mittagsschlaf macht. Hier habe ich noch so eine Socke, wo ich nicht die zweite finde, aber ja. Hier sind noch ihre Buntstifte und ja. Und dann ziehen wir sie jetzt um. Sie wird das hier anziehen. Und Die? welche ziehst du um? Sally oder Lia? Ich zieh die um. Okay, oder ich kann auch beide. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns erstmal später. Ich habe euch ja schon die Sachen gezeigt, was wir mitnehmen. Kurzer Zwischenstopp. Sie kriegt jetzt den Body an von meiner Freundin. Ja, wir wollen ja nicht gezeigt werden. Okay, und ich ziehe sie um. Ich gucke vielleicht irgendwann mal noch auf dem Dachboden oder im Secondhandladen, wo ich auch noch hin. Weil Sally braucht auf jeden Fall noch kurze Hosen, die passen oder lange Hosen. Ich habe so an blau gedacht oder so. Und auf jeden Fall kurzärmlich. So, sie ist jetzt fertig angezogen. Sie hat diesen Pullover und diese Hose und diese süßen Stöckchen. Hier sitzt sie mit der Lia. Und ja, hier ist die Lia, die ist so angezogen. Die hat einen Schnulli, ihr Strampler und ihr Body. So. Und hier sind die Schuhe, die kriegt Sally dann später an. Hier ist ihr Rucksack mit dem Prinzessinnen drauf. Hier ist so eine Figur. So, ne? Ja, und dann ist hier ihre Hose für den Mittagsschlaf. Und ja, noch eine Socke, wo ich die anderen nicht finde. Stifte und noch andere Stifte. Das hat sie noch dabei. Und ja, wir gehen dann in die Kita. Die hat sie dabei. Und dann haben wir hier noch so eine Tasche. Wollte ich euch gleich zeigen. Die nehmen wir auch noch mit. So, da hat sie ihr Pferd drinnen, wie ihr sehen könnt. Lias Pferd übrigens. Hier sind ganz viele Sachen von der Lia. Das hatte sie gestern gekriegt, dieses Buch. Das heißt Piepvögelchen tanzt Ballett. Habe ich für 50 Cent übrigens im Kick gefunden. So sieht das aus. Das ist so ein kleines Vorlesebuch. So. Das hat ursprünglich 1 € gekostet. Und ja, das nehmen wir mit. Weil wir nehmen auch Sachen für die Lia mit. Ganz viele schöne Bilder auf jeden Fall. Und ja, wir gucken jetzt mal, was meine Freundin noch eingepackt hat oder was noch drin ist. Also ihr Pferd einmal von ihr. Das packen wir dann alles wieder ein. Und Socken, diese Socke. Dann die Flasche. Hat meine Freundin eingepackt. Ja, Socken. Socken. Dann ist hier ihre Wagenkette, meine Freundin eingepackt. Da. Da, ihre Wagenkette hat sie mitgenommen. So sieht die aus. Mit so einem Hampelmann. Ja, hier ist die Flasche. Und da ist die andere Socke. Die hat sie mitgebracht. Dann ist hier noch drin eine Mütze, ein Strampler und eine kurze Hose, nee, eine lange Hose. Ja. So eine Hose. Ja, das sieht jetzt alles. Und ja, sie hat sogar hier Säckchen jetzt an und wird dann noch ihre Schuhe anziehen. Und ja.
Dann gehen wir auch schon rüber. So, wir nehmen jetzt doch diese Tasche mit und da machen wir jetzt alle Sachen rein. Ja, helfen wir. Pferd, Pferd. Und hier werde ich dann das Tablet reinmachen, weil heute nehme ich das Tablet zu ihr mit. Hier? Ja, da werde ich es dann reintun halt. Aber weil ich gerade damit filme, werde ich das dann erst, wenn ich fertig bin, reinmachen. Und das Buch, warte, mach mal so die Tasche auf, genau, die kann man so aufmachen. Das ist so eine schöne Wickeltasche. Nee, nicht in diese Tasche, mach's hier rein. Ja, genau. Und das ist die Wickeltasche, die benutze ich jetzt sozusagen zum ersten Mal. Wow. Sieht ziemlich schick aus, finde ich. Wenn so oft ist. Aua, dann sieht die echt wie eine echte Wickeltasche aus. So sieht die aus. Die wollte ich euch mal zeigen. Ich habe mal ein Video gemacht, aber ich finde, das ist nicht so gut geworden. Deswegen habe ich es gelöscht. So sieht die aus. Also das, so sieht das offen aus. Voll schick, oder? Hier ist Nuno. Ja, den Schnuller, den machen wir mal rein, damit sie den nicht verliert. Und hier ist Sallys Kindergartenrucksack. Es ist jetzt 14:43 Uhr und wir schaffen sie gleich. Nikita, die Sally. Und sie werden zu Hause dann abstellen. Ach, ich mach das mal zu. Ich will die Ohren mit haben. Ja. Ja, ich nehme sie. Ja. Und du kriegst noch für den Rucksack. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir gehen jetzt zu ihr. Und ich habe die kleine Maus, meine Lia. Und die habe ich mit. Er ist gerade zu groß eingestellt, glaube ich. Die habe ich mit. Ja. So.